Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Heute mal wieder mit violettem Hemd und außerdem mit neuer Kamera. Ich will mal ausprobieren, ob das dann mit der Ausleuchtung insgesamt besser ist und ich etwas schärfer im Bild zu erkennen bin. Gut, worum geht es heute inhaltlich? Heute beschäftigen wir uns einerseits mit dem Bilden geometrischer Begriffe und andererseits mit dem Lösen von geometrischen Problemen. Beide Handlungen kommen auch schon nicht geometriespezifisch in den Grundfragen des Mathematikunterrichts vor. Deshalb werde ich mich jedenfalls beim Wie jeweils in beiden Bereichen auf exemplarische Beispiele beschränken. Außerdem gibt es die Folien heute erst während dem Video, weil diese einen Teil der Antworten auf interaktive Fragen im Video bereits enthalten und ich will sie ja nicht vorher spoilern. Stellen wir uns einmal ganz dumm und fragen, was ist ein Begriff? Im Alltag würden wir vielleicht sagen, Begriffe, das sind halt Worte. Aus der Erfahrung in Mathematikvorlesungen würden wir vielleicht sagen, naja, Begriffe, das ist halt etwas, was man definiert. Für das Begriffsbilden brauchen wir aber mehr. Wir brauchen daher zunächst eine kleine interkulturelle Sprachübung. Also bitte, wie nennen Sie diese drei Gegenstände? Also nicht, wie nenne ich die, sondern wie nennen Sie die? Je nachdem, ob Sie in Österreich oder in Deutschland sprachlich groß geworden sind, haben Sie vermutlich eher die oberen oder eher die unteren Worte verwendet. Haben wir Deutschen und Sie Österreicher also verschiedene Begriffe von den Objekten oder verwenden wir nur verschiedene Worte für dieselben Begriffe? Im Fall von Polster und Kissen bzw. Paradeiser und Tomate würde ich meinen, dass wir die Worte jeweils synonym verwenden. Alles das, was Sie Polster nennen, nenne ich Kissen. Man sagt dann, die Begriffe sind gleich, aber die Bezeichnungen sind verschieden. Etwas anders sieht das beim Kasten und Schrank aus. Beim Kasten denkt der Österreicher auch an das Möbelstück, das der Norddeutsche eher einen Schrank nennen wird. Zu so einer stabilen Holzkiste sagen aber beide Kasten. Wobei der Sauerländer vielleicht sogar zuerst an so eine Kiste voll 500 Milliliter Glasmantelgeschosse denkt. Man sagt dann auch, der Begriffsumfang von Kasten, also die Objekte, die sich die Bezeichnung teilen, ist in Österreich und Deutschland verschieden. Solche regionalen Sprachvarietäten schlagen sich dann auch im Begriffsinhalt nieder. Der Begriffsinhalt gibt die Bedeutung eines Begriffs wieder. Also schlagen wir mal im Duden nach. Man sieht hier, im Alltag teilen sich bisweilen sehr unterschiedliche Objekte eine Bezeichnung. Da kann man auch nicht so einfach eine Definition angeben, sondern muss sich, im Fall von Kasten, mit 14 verschiedenen Beschreibungen zufrieden geben. Die drei Objekte von vorhin fallen unter drei verschiedene Beschreibungen. Unter der dritten ist dann auch die regionale Varietät Kasten ist gleich Schrank angeführt. Wichtig ist, Begriffe im Alltag und in der Geometrie bezeichnen immer eine Klasse von Objekten. Also Kasten ist der Name für alle Schränke in Österreich und Süddeutschland und der Schweiz und nicht der spezielle Name für Ihren ganz persönlichen Kleiderschrank im Schlafzimmer daheim. Man kann die Beziehung zwischen Bezeichner, Begriff und den Objekten, die so bezeichnet werden bzw. die unter den Begriff fallen, auch in so einem semiotischen Dreieck darstellen. Da hat dann vor allem der Herr Kaduns eine besondere Freude. Das will ich hier aber nicht weiter vertiefen. Wichtig erscheint aber, dass ein Begriff Lernen deutlich mehr beinhaltet, als eine neue Bezeichnung lernen, also gewissermaßen so wie eine neue Vokabel zu lernen. Weigand formuliert als Anforderung an den Begriffserwerb, daher in Anlehnung an Vollrath, dass ein Begriff erst dann verstanden ist, wenn sein Begriffsinhalt und der Begriffsumfang geklärt sind und man den Begriff zu anderen Begriffen in Beziehung setzen kann und über Kenntnisse und Fähigkeiten in der Anwendung des Begriffs verfügt, sowie weiters verschiedene Begriffsbildungen und Definitionen kritisch reflektieren kann. Eine Menge Holz, aber was sind denn jetzt geometrische Begriffe und wie kriegt man die halbwegs übersichtlich sortiert? Sie erinnern sich vielleicht an die Übung aus der ersten Sitzung. Waren das alles Begriffe? Ist Argumentieren und Begründen zum Beispiel ein Begriff? Und haben Sie da intuitiv schon ganz richtig sortiert oder ist da in der Didaktik was Besseres im Angebot? Leider muss man Englisch und etwas profan sagen, dass die Didaktik da einen ziemlichen Clusterfuck veranstaltet. Wir nehmen das eher locker, was mir die Gelegenheit zu einer weiteren Nerd-Referenz und Ihnen die Gelegenheit zum Ausprobieren des langsamen Abspielen-Buttons gibt.
zu einer Wissenschaft gehört es, dass man die Dinge, die einem begegnen, zu klassifizieren und zu systematisieren versucht. Da verhält sich der Mathematikdidaktiker nicht grundsätzlich anders als der Vogelkundler. Was dem einen seine Greifvögel, Rackenvögel, Spechtvögel, Singvögel und so weiter und so fort sind, sind dem anderen diverse Unterteilungen mathematischer Begriffe. Ich konnte dabei in der Literatur wenigstens 15 verschiedene Klassifikationen von Begriffen finden und wenigstens 4 verschiedene Systematisierungen, also gewissermaßen Klassifikationen von Klassifikationen. Während die Lernenden im Unterricht bisweilen orientierungslos vor eine Vielzahl ihnen zunächst fremder Begriffe gestellt werden, tut es die Geometriedidaktik dem Unterricht dann gleich und stellt nun die angehenden Lehrpersonen ihrerseits vor eine Vielzahl von Klassifikationen und Klassifikationen von Klassifikationen, wobei mit deren Anzahl wohl nicht unbedingt deren Orientierungsfunktion zunehmen. Lassen wir uns dennoch auf das Spiel ein. Beginnen wir mit den inhaltlichen Einteilungen. Kaduns und Stresser schlagen hier eine Unterteilung in Figurenbegriffe, Abbildungsbegriffe und Maßbegriffe vor. Die Unterteilung lehnt sich an das Buch von Holland an und ist auch eine von 4 Unterteilungen, die Jürgen Roth in seinen Vorlesungsfolien aufgenommen hat. Zu den Figurbegriffen gehören die üblichen Ebenenverdächtigen, also Dreieck, Quadrat, Kreis und so weiter, aber auch deren räumliche Pendants, also Prisma, Würfel, Kugel und so weiter, die man gemeinhin ja eher als Körper bezeichnet. Da hört es aber nicht auf, denn auch Eigenschafts- und Beziehungsbezeichnungen wie parallel, kongruent und achsensymmetrisch gehören zu den Figurenbegriffen, weil damit halt Eigenschaften von bzw. Beziehungen zwischen Figuren beschrieben werden. Bei den Abbildungsbegriffen werden Geradenspiegelung, Drehung, Kongruenzabbildung und zentrische Streckung genannt. Das ist recht eingängig, hat aber den Nachteil, dass außer der Geradenspiegelung keiner dieser Begriffe im Lehrplan der Unterstufe in Österreich auftaucht. Man hat also eine Klasse von Begriffen, für die man eigentlich nur einen einzigen Repräsentanten hat. Maßbegriffe sind da wieder unproblematisch. Länge, Winkelgröße, Flächeninhalt und Volumen finden sich auch im Lehrplan und der legt sogar gratis noch das Gewicht mit drauf. Eine zweite inhaltliche Unterteilung stammt von Marianne Franke. Sie ist vor allem für den Volksschulbereich gedacht. Hier werden nun Objektbegriffe, Eigenschaftsbegriffe und Relationsbegriffe unterschieden. Unter den Objekten finden wir die üblichen Ebenen und räumlichen Verdächtigen, also Würfel, Quader, Zylinder, Dreieck, Viereck. Zu den Eigenschaftsbegriffen gehört dann unter anderem dreieckig, rund, quadratisch. Da kommen einem schon erste Zweifel. Muss man den Begriff quadratisch eigentlich getrennt vom Begriff Quadrat erwerben? Die Trennung wird noch etwas weniger eingängig, wenn bei den räumlichen Eigenschaften auf einmal sogar Quadrat, Kreis und andere ebene Objektbegriffe nochmal wieder als Eigenschaftsbegriffe auftauchen. Die Rechtfertigung besteht wohl darin, dass Dinge, die in der ebenen Geometrie ausdrücklich Studienobjekte sind, also etwa Quadrate und Kreise, in der räumlichen Geometrie dann eben bestimmte Begrenzungsflächen darstellen, die man dort nicht als solche studiert, sondern nur zur Beschreibung von Eigenschaften nutzt. Das erklärt auch, warum die null- und eindimensionalen Grundobjekte, Punkt, Strecke, Seite, Ecke, ebenfalls nicht als Objekt, sondern als Eigenschaftsbegriffe auftauchen. Neu sind hier die Relationsbegriffe. Steht neben, liegt hinter, ist parallel zu, ist symmetrisch zu. Mathematisch betrachtet sind das alles zweistellige Relationen, also Beziehungen, die zwischen zwei Objekten bestehen können oder nicht und bei denen es nahe liegt, diese eben nicht mit den Figurbegriffen in einen Topf zu werfen. Bei Jürgen Roth findet sich dann eine ähnliche Unterteilung als logische Unterteilung. Diese verzichtet auf die etwas fragwürdige Trennung von Objekt- und Eigenschaftsbegriffen und nimmt zusätzlich dann noch Funktionsbegriffe auf. Jetzt denken Sie vielleicht, da gehören dann vermutlich genau die Abbildungen hinein, weil Abbildungen sind ja Funktionen vom R2 in den R2 oder halt vom R3 in den R3 oder manchmal eben auch noch vom R3 in den R2. Fast noch wichtiger ist aber, dass hier auch alle Maßbegriffe landen, denn diese sind Funktionen, die jeder Strecke eine Länge, jeder Fläche einen Flächeninhalt, jedem Winkel eine Winkelgröße bzw. jedem Körper einen Rauminhalt zuordnen. Man kann aber auch den Begriff Streckensymmetrale als Funktionsbegriff auffassen, denn jeder Strecke ist eindeutig genau eine Gerade als Streckensymmetrale zugeordnet. Man sieht bei dem Beispiel auch gut, dass Funktionsbegriffe spezielle Relationsbegriffe sind. Für jede Strecke kann man unendlich viele Geraden finden, die zu ihr normal sind, hat also eine Relation vorliegen. Es gibt aber nur eine Streckensymmetrale, also hat man da sogar eine spezielle Relation, nämlich eine Funktion vor sich. Wir sind aber noch nicht fertig mit den Klassifikationen. Recht spärlich ist die Einteilung nach axiomatischen Gesichtspunkten. Nach dieser Unterteilung gibt es einerseits undefinierte Grundbegriffe, das sind in der Geometrie vor allem Punkte und Geraden, und dann gibt es abgeleitete Begriffe. Das sind die, für die man Definitionen angeben kann und die durch diese Definitionen gerade auf die Grundbegriffe zurückgeführt werden. Diese Unterteilung ist historisch betrachtet allerdings eher jung. Der alte Euklid hat noch versucht, alle Objekte zu definieren, wo dann halt so Blumigkeiten herauskommen wie ein Punkt ist, was keine Teile hat. Mit David Hilberts formalistischem Programm ist dann Schluss mit solchen Blumigkeiten. Grundbegriffe werden gar nicht definiert. Im Zweifelsfall soll man sich unter einer Gerade oder einem Punkt nichts Konkretes vorstellen. Beziehungsweise soll in der Axiomatik alles, was man mit Punkten und Geraden tun kann, so genau und ausdrücklich festgelegt werden, dass man an jeder Stelle anstatt von Punkten, Geraden und Ebenen auch von Tischen, Stühlen und Bierseideln reden kann. Mit Bierseideln ist das in der Unterstufe natürlich so eine Sache und diese grobe Unterteilung ist didaktisch wohl allgemein eher von geringerem Wert, da in der Schule einfach nicht einmal annähernd axiomatisch Geometrie betrieben wird. Da nehmen wir vielleicht lieber noch die Unterteilung nach Bedeutung der Begriffe her. Die findet sich bei Vollrath und Roth und dann wohl nicht ganz zufällig auch wieder in Roths Vorlesungsfolien. Da stehen halt oben die wichtigen Dinge. Leitbegriffe sind die, die man nicht in ein paar Unterrichtsstunden abgefrühstückt hat, sondern die einen schlimmstenfalls die ganze Schulzeit verfolgen, weil man zunächst eher intuitiv naiv an die Sache herangeht und dann im Laufe der Zeit neuen Objekten und neuen Phänomenen begegnet, die jetzt auch noch unter den Begriff fallen sollen. Wozu aber der Begriffsinhalt präziser oder anders gefasst werden muss. Kandidaten sind da vor allem die Begriffe Figur, Körper, Flächeninhalt und Volumen. Kongruenz und Ähnlichkeit wären dann typische Vertreter für Schlüsselbegriffe, die begleiten einen schon mal über den Geometrieunterricht eines ganzen Schuljahres. Wohingegen zentrale Begriffe dann wenigstens noch eine ganze mehrstündige Unterrichtsreihe über Thema sind. Arbeitsbegriffe sind dann schließlich solche, bei denen man im Grunde schon streiten anfangen kann, ob das nicht einfach nur Bezeichnungen sind, die man halt nebenbei
2 einführt, damit man zu dem Ding da oben beim Dreieck eben Ecke sagt und nicht Ding da oben beim Dreieck. Wo man daher davon ausgeht, dass die sich durch ständige Verwendung einfach einschleifen oder dass man den ganzen Begriffserwerbszirkus von Weigand bzw. Vollrath veranstalten müsste. Das war jetzt auch nur bedingt hilfreich. Ich biete als Alternative mal einen Rückgriff auf die Grundfragen des Mathematikunterrichts an. Dort hatten wir das operative Prinzip kennengelernt, samt der Dreifaltigkeit von Objekten, Operationen und Eigenschaften/Beziehungen. Das nehmen wir jetzt mal her, weil einige von Ihnen sich da eh schon ein bisschen auskennen und sich dran gewöhnt haben, und wir schauen noch mal in den Lehrplan hinein. Da lassen sich nämlich alle Begriffe ganz gut in dieses Schema einsortieren. In der Spalte Operationen habe ich dabei die meisten Dinge allerdings grau gefärbt. Meiner Meinung nach geht es da nämlich weniger ums Begriffslernen als darum, dass man Verfahren zur Herstellung und Darstellung von geometrischen Objekten kennenlernt. Die eigentliche Herausforderung ist dann nicht der Erwerb des Begriffskonstruktion, sondern dass man zum Beispiel weiß, wie man mit Zirkel und Geodreieck ein Parallelogramm konstruiert. Das hatten wir aber schon vor 14 Tagen, also weiter im Text. Für das langfristige Lernen geometrischer Leitbegriffe gibt es dann verschiedene Stufenmodelle. Auch da, das rechte Modell ist eh schon Thema in den Grundfragen. Heute soll uns reichen, dass da in der Unterstufe zwei wichtige Stufen der Begriffsbildung genommen werden müssen. Während man in der Volksschule Figuren vor allem ganzheitlich wahrnimmt, schaut man sich in der Sekundarstufe dann zunehmend die Beziehungen an, die zwischen Elementen einer Figur bestehen, also zum Beispiel zwischen Seitenlängen und oder Winkelgrößen. Und man versucht sich zunehmend von der Anschauung zu lösen und diese Beziehungen als logische Folge anderer Beziehungen aufzuzeigen. Hatten wir auch schon vor 14 Tagen, also weiter im Text. Insbesondere für das Lernen von Objektbegriffen erscheint mir diese Aufstellung hier von Weigand sehr eingängig. Begriffslernen wird hier in drei Komponenten unterteilt: Aufbau angemessener Vorstellungen, Erwerb von Kenntnissen, Aneignen von Fähigkeiten. Das schauen wir uns an einem Beispiel mal genauer an, wobei Sie dann auch wieder aktiv werden sollen. Wir beginnen mit dem Aufbau von Vorstellungen, für den Weigand drei Komponenten benennt: Handeln, Wahrnehmen und Verbalisieren. Handeln führt auf Begriffsbildung nach dem operativen Prinzip. Da sollen Sie jetzt aktiv werden. Da wir sparefrohs und Digital Natives sind, machen wir das natürlich ohne Transparentpapier und basteln das umständlich in einem DGS nach. Ihre Aufgabe: erst den Button links klicken, sobald der nicht mehr grau ist, dann öffnet sich in einem neuen Fenster ein vorbereitetes GeoGebra-Arbeitsblatt. Und zweitens, das bearbeiten Sie dann und kehren dann wieder zum alten Fenster zurück. Und dann drücken Sie drittens rechts den Button. Da kommen dann Fragen zu dem Arbeitsauftrag, die Sie wieder innerhalb des Videos beantworten sollen. Also, viel Erfolg! Gut, jetzt können Sie, wenn Sie wollen, auch die Folien herunterladen. Wenn wir die Übung mit echten Lernenden gemacht hätten, hätten diese anders als Sie nicht für alle entstehenden Vierecke eine Bezeichnung gekannt. Die Übung dient ja gerade dazu, die Begriffe Parallelogramm und Raute überhaupt erstmal einzuführen. Lernende könnten aber beobachten, dass Vierecke mit Paaren paralleler Gegenseiten automatisch auch Paare gleich langer Seiten haben. Und sie könnten beobachten, dass gegenüberliegende Winkel gleich sind und nebeneinander liegende Winkel sich jeweils zu 180 Grad ergänzen. Es gibt also da einiges an Sätzen zu entdecken. Man kann auch umgekehrt herangehen. Bei Gelenkvierecken sind alle Seitenlängen fixiert. Wählt man die gegenüberliegenden zudem gleich lang, dann werden diese dann auch automatisch parallel. Auch das kann man dann wieder in einem DGS nachbauen, wobei hier in der Skizze sogar eine wichtige Hilfsfigur fehlt. Wobei die ganzen Beobachtungen, die wir jetzt gemacht haben, harren eigentlich noch einer Begründung. Die sparen wir uns aber zunächst mal für den Teil Probleme lösen auf. Bei der Wahrnehmung von Begriffen geht es darum, dass Objekte in Bildern und Zeichnungen wiedererkannt werden. Das finden Sie in jedem Schulbuch, und dafür sind einerseits Prototypen wichtig, also in unserem Fall ein Bild von einem typischen allgemeinen Parallelogramm, das sieht man vielleicht am ehesten in der Tür links. Man soll aber auch Spezialfälle wie Rauten und Rechtecke als Parallelogramme erkennen. Anders als bei der intuitiv ganzheitlichen Figurenwahrnehmung
soll man Parallelogramme ja jetzt anhand ihrer Eigenschaften auffinden. Und jede Raute und jedes Rechteck hat eben alle Eigenschaften eines Parallelogramms und ist somit dann auch ein Parallelogramm. Das ist meiner Erfahrung nach etwas, was selbst Studierenden manchmal noch sehr schwer fällt, die oft nämlich auch zu einer sogenannten partitionalen Klassifizierung neigen, bei der dann Rechteck und Parallelogramm disjunkte Klassen bezeichnen und nicht das Rechteck eine Unterklasse von dem Parallelogramm ist. Beim Begriffserwerb geht es nicht zuletzt auch um das Kommunizieren. Begriffe sind ja Sprachelemente. Man soll mathematische Bezeichnungen korrekt verwenden und die bezeichneten Objekte soll man auch möglichst eindeutig beschreiben lernen. Weigand empfiehlt hier ausdrücklich, auch rein verbale Aufgaben zu stellen, also ohne Zeichnungen, und auch solche, wo man sich die Dinge im Kopf vorstellen soll, ohne sie überhaupt zu Papier zu bringen. Das nennt man dann auch Kopfgeometrie. Zum Parallelogramm erwähnt er etwa dieses Beispiel hier. Ja, probieren Sie selber mal aus, vorlesen tue ich das jetzt nicht. Kommen wir zum Erwerb von Kenntnissen. Hier geht es vor allem um Kenntnisse zu Eigenschaften der Begriffe bzw. Objekte, um Beziehungen zwischen den Eigenschaften, also um Sätze, und um Beziehungen zu anderen Begriffen. Beim Parallelogramm wären das etwa erstens Eigenschaften, also welche Seiten sind parallel, welche sind gleich lang, welche Winkel sind gleich groß, welche Winkel ergänzen sich zu 180 Grad und was weiß man zum Beispiel noch über die Diagonalen. Zweitens wären das dann Beziehungen zwischen Eigenschaften, also etwa weil gegenüberliegende Seiten parallel sind, sind sie auch gleich lang. Oder man kann das auch genau umgekehrt formulieren. Beide Formulierungen bedürfen jedenfalls eines Beweises. Ja, und so weiter und so fort, was noch auf der Folie steht, brauche ich jetzt auch wieder nicht unbedingt vorzulesen. Schließlich drittens Beziehungen zwischen Begriffen. Was muss für ein Parallelogramm gelten, damit es auch eine Raute oder ein Rechteck ist? Auch, welche Vierecke sind im Allgemeinen gerade keine Parallelogramme? Wir kommen dann abschließend noch zum Aneignen von Fähigkeiten. Das ist eher straightforward. Konstruieren, berechnen, Problem lösen. Problem lösen kommt später. Konstruieren und berechnen ist relativ selbsterklärend. In Österreich gibt es allerdings die Eigenheit, dass man für die Vierecke in der zweiten Klasse lernt, wie man sie konstruiert und wie sie heißen. Flächeninhalt des allgemeinen Dreiecks und Flächeninhalte der Vierecke ist dann aber erst in der dritten Thema. Warum, weiß wahrscheinlich auch kein Mensch mehr. Bei diesem Bereich gibt es dann am ehesten Streit zwischen Didaktik und Schulpraxis. Lehrpersonen sagen, ah, das mit den Eigenschaften und Beziehungen und mit dem Problemlösen, das ist ja alles ganz nett, aber am Ende sollen die Dinge halt konstruiert und richtig berechnet werden können. Didaktiker sagen, naja, aber wenn die Konstruktionsanleitungen einfach nur auswendig lernen, dann wissen sie spätestens beim dritten Vierecks-Typ nicht mehr, welche denn jetzt zu welchem gehört. Und immer nur in Flächeninhaltsformeln einzusetzen, das ist auch eher Fad und irgendwie auch nicht Geometrie. Und Sie sagen vielleicht, warum lernt der von uns den ganzen Schaß schon wieder? Ich mache das später eh so, wie im Schulbuch steht. Sagt der Fons, habe ich prinzipiell gar nichts dagegen. Aber so eine Unterteilung kann gerade auch helfen, aus dem Schulbuch die richtige Mischung an Beispielen auszuwählen, um den Lernenden ausgewogene Gelegenheiten zum Begriffserwerb zu bieten. Schauen wir mal in ein paar aktuelle Schulbücher. Dieses Buch setzt beim Aufbau von Vorstellungen allein auf das Herzeigen eines einzigen prototypischen Beispiels aus der Umwelt. Also Wahrnehmen ist vorhanden, Handeln und Verbalisieren kommt nicht vor, Sonderfälle kommen zumindest in dem Foto auch nicht vor. Dafür haben wir direkt auf der ersten Seite die Beziehung zu anderen Begriffen in dieser Abbildung. Also da ist schon mal der Erwerb von Kenntnissen. Und auf der zweiten Seite haben wir dann auch die Aufforderung, einen Zusammenhang zwischen Eigenschaften zu begründen, nämlich was die Diagonalen angeht. Daneben haben wir die üblichen Aufgaben zum Berechnen von fehlenden Winkeln und zum Konstruieren mit Geodreieck oder mit Zirkel und Geodreieck, also der Bereich Aneignen von Fähigkeiten. Schauen wir auch nochmal in ein zweites Schulbuch. In diesem Buch gibt es zum Aufbau von Vorstellungen neben dem Wahrnehmen auch das Handeln. Sogar unser Gelenkviereck hat es in das Buch geschafft. Bei den Fertigkeiten wird, welch Sakrileg, nicht nur eine Standardkonstruktion mit Geodreieck beigebracht. Zuvor dürfen Lernende ausdrücklich Kästchengitter und Koordinatensystem benutzen.
Das Buch schwächelt dann aber deutlich beim Kenntniserwerb. Die Eigenschaften werden zwar durch Handeln erarbeitet und dann nochmal schriftlich übersichtlich festgehalten. Beziehungen zwischen Eigenschaften oder Beziehungen zu anderen Vierecks-Typen kommen aber hier überhaupt nicht vor. Die werden, wenn überhaupt, auf später vertagt. Im letzten Schulbuch, das wir uns heute ansehen werden, begegnen uns dann unsere Parallelstreifen. Also im Bereich des Aufbaus von Vorstellungen ist wieder Handeln dabei. Außerdem auch verschiedene Übungen zum Wahrnehmen, auch nicht prototypische Beispiele, sogar mit einer Tabelle, die im Grunde die Ober- und Unterbegriffsstruktur sehr gut verdeutlicht. Bei den Kenntnissen finden wir direkt wieder auf der ersten Seite die Beziehung zu anderen Begriffen, die auf der dritten Seite dann auch getrennt nach Eigenschaften ausgeführt wird. Direkt darunter finden sich dann auch einige Aufgaben zum Begründen von Zusammenhängen zwischen Eigenschaften. Berechnen und traditionelles Konstruieren findet hier überhaupt erst auf der vierten Seite statt. Auf Seite 1 und Seite 2 dagegen finden wir wieder Aufgaben zum Zeichnen mittels Koordinatensystem. Insgesamt bietet dieses Schulbuch sicher das abgerundetste Paket. Jetzt hat der Fons aber noch nichts zum Definieren gesagt und 2/3 des Videos sind schon rum. Sag ich, in der Pflichtlektüre können Sie etwas zum Definieren nachlesen, unter anderem auch, warum das bei der Begriffsbildung didaktisch gar nicht unbedingt im Zentrum steht. Bevor es hier mit dem Problemlösen weitergeht, wie gewohnt nun ein paar Fragen zum Verständnis. Viel Erfolg! Auch zum Problemlösen erfahren Sie einiges in den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Wir müssen heute zunächst wissen, was denn ein Problem ist. Nach Duncker entsteht ein Problem, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll. Wo immer der gegebene Zustand nicht durch bloßes Handeln, also das Ausführen selbstverständlicher Operationen, in den erstrebten Zustand überführt werden kann, spricht man von einem Problem. Büchter und Leuders formulieren das etwas sparsamer. Eine Problemlöseaufgabe, auch kurz Problem, ist die Aufforderung, eine Lösung zu finden, ohne dass ein passendes Lösungsverfahren auf der Hand liegt. Diese zweite Definition hat allerdings den Nachteil, dass da nicht so deutlich herauskommt, dass für den Problemlöser das Verfahren nicht auf der Hand liegen darf. Problem ist immer auch eine subjektive Kategorie. Was für die Lehrperson auf der Hand liegt, kann beim Lernenden durchaus angestrengtes Denken auf den Plan rufen. Was man wohl mit Jürgen Roth festhalten kann, es gibt natürlich Aufgaben, für die Sie den Kids ausdrücklich Routineverfahren beibringen. Die sollten dann eigentlich nach dem Beibringen der Verfahren auch keine Probleme mehr sein. Und es gibt eben andere Aufgaben, für die gibt es eigentlich keine etablierten Routineverfahren. Wenn Sie die nicht gerade zufällig schon kennen, diese Aufgaben, gibt es dann immer eine Barriere, die zu überwinden ist. Und mit Wegen der Überwindung solcher Barrieren beschäftigt man sich gerade beim Thema Problemlösen. Wozu braucht man das? Kaduns und Stresser sehen Problemlösen im größeren Kontext entdeckenden Lernens und borgen sich von Heinrich Winter 4 Zielsetzungen. Erstens, in der Mathematik muss man einen Satz ja erstmal finden, bevor man ihn dann beweisen bzw. den Beweis aufschreiben kann. Wenn man mathematische Lehrbücher liest, dann findet man da oft nur die fertigen Beweise und fragt sich immer, wie kommen die jetzt darauf? Genau darauf will man mit dem Problemlösen antworten. Da soll also den Mathematikerinnen und Mathematikern so ein bisschen in die Küche geschaut werden, weil das Finden bzw. Erfinden von neuer Mathematik genauso dazugehört, wie dass es dann durch Beweise in bestehendes Wissen eingebettet und abgesichert wird. Zweitens, eigenständig ein Problem lösen führt meist zu einem tieferen Verstehen der Lösung, als wenn Ihnen jemand einfach die Lösung verrät, und kann dann drittens auch zu einem Erfolgserlebnis und manchmal auch zu einer größeren Identifikation mit dem Thema führen. Wohlgemerkt kann, nicht muss, und man kann halt auch ein Misserfolgserlebnis haben. Und viertens, schließlich, wenn das Denken auf den Plan gerufen wird, muss man sein eigenes Wissen sichten und bewerten. Solche metakognitiven Aktivitäten können dann zu einer besseren Vernetzung und zur Reorganisation von Wissen führen. Und das ist eben grundsätzlich positiv zu bewerten. So, aber wie rennt das jetzt eigentlich ab? Damit beschäftigt man sich in der Heuristik. Da sind jetzt verschiedene Dinge im Angebot, von denen wir uns heute nur die bereichsspezifischen heuristischen Strategien in der Geometrie
und einen allgemeinen Lösungsplan anschauen. Sie erinnern oder ahnen, der Rest ist eben in Grundfragen Thema. Der bekannteste Lösungsplan stammt von Georg Polja. Der ist jetzt Ungar, daher passt die Aussprache bestimmt nicht, tut mir leid. Und zwar stammt dieser Lösungsplan aus dem Buch How to Solve It und das heißt auf Deutsch so etwas großkotzig Schule des Denkens. Polja war ein geniales mathematisches Allround-Talent und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, auch mathematischen Laien und Laien mit Strategien des Problemlösens vertraut zu machen. Bei ihm ist Problemlösen in 4 Phasen gegliedert. Problem muss erstmal verstanden werden, also etwa, was ist überhaupt gegeben, was ist gesucht. Dann zweitens, Plan ausdenken. Da muss man Zusammenhänge zwischen gegebenen Größen suchen und vielleicht denen, die man noch nicht kennt. Man muss Hilfsaufgaben betrachten unter Umständen und man zeichnet Hilfslinien ein. Den Plan muss man dann drittens auch ausführen und dabei jeden Schritt sorgfältig kontrollieren und landet dann hoffentlich bei der gewünschten Lösung. Und viertens soll man in der Rückschau die Lösung dann auch nochmals prüfen. Auch soll man schauen, ob man noch auf einem anderen Weg drauf kommt. Und schließlich soll man auch nochmal Revue passieren lassen, was man da überhaupt getan hat, was die Barriere dann letztlich beseitigt hat. Weil das kann man vielleicht bei einem anderen Problem dann auch nochmal wieder gebrauchen. Und dann ist das gut, dass man sich das klar gemacht hat. Den Plan gibt es auch in einer ausführlicheren Version, die passt aber nicht auf die Folie. Die gebe ich dann auch in die Pflichtlektüre herein. Ich gebe Ihnen hier noch einige Beispiele für hilfreiche geometriespezifische heuristische Strategien. Ich lasse das jetzt etwas länger eingeblendet und sage nicht so viel dazu. Die laufen eigentlich alle darauf hinaus, in Figuren symmetrische, kongruente oder ähnliche Teilfiguren aufzufinden. Weil wenn man etwas symmetrisch, kongruent oder ähnlich zu etwas anderem hat, dann kann man aus der gegebenen Gleichheit bzw. Ähnlichkeit von gewissen Strecken und Winkeln auf die Gleichheit bzw. Ähnlichkeit anderer Strecken und Winkel schließen. Und ziemlich genau darum geht es bei 90% aller Beweis-, Berechnungs- und Konstruktionsaufgaben, für die man nicht bzw. noch nicht über ein Routineverfahren verfügt. Wir nehmen hier mal direkt das noch offene Beweisproblem zu den Parallelstreifen und den entstehenden Vierecks-Typen her. Die rechts sind eher langweilig, weil da sind nach Konstruktion die Seitenlängen gerade die Streifenbreiten, also gleich, und die Winkel halt alle 90 Grad. Da ist jetzt irgendwie nicht mehr wirklich was zu beweisen. Links verbergen sich hingegen echte Beweisprobleme, also dann frisch ans Werk. Wir beginnen hier mal mit dem allgemeinen Fall, also dass die Parallelstreifen nicht gleich breit sind. Jetzt sollen wir uns zunächst einmal überlegen, was gegeben ist. Gegeben ist, dass das Parallelstreifen sind, das sind also Parallelen. Das heißt, die Seiten dieses Vierecks, die gegenüberliegenden, die sind jeweils parallel. Was ist gesucht? Gesucht ist, dass die gegenüberliegenden Seiten auch jeweils gleich lang sind. So, jetzt müssen wir uns einen Plan ausdenken. Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, was kennen wir so für Sätze an parallelen Geraden? Das wären Sätze über Stufenwinkel oder über Wechselwinkel. Ich glaube, bei Ihnen heißen die Wechselwinkel auch manchmal Z-Winkel. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Das andere, was auch hilfreich sein wird, wäre, wenn wir Dreiecke hätten, weil bei Dreiecken haben wir Kongruenzsätze und wenn wir dann Aussagen darüber hätten, dass an diesen geschnittenen Parallelen jeweils gewisse Winkel übereinstimmen, dann wüssten wir dann auch unter Umständen, dass wir da kongruente Dreiecke hätten. Also müssen wir kongruente Dreiecke auffinden. Wenn wir kongruente Dreiecke auffinden wollen, ist es natürlich immer schon hilfreich, wenn wir Dreiecke haben, bei denen bestimmte Seiten einfach übereinstimmen. So, und das müssen außerdem auch noch Teildreiecke sein, von unserem Parallelogramm, also wo wir ja noch nicht wissen, ob da auch wirklich die Seiten gleich lang sind. Das heißt, als erstes werde ich mal hingehen und werde eine Hilfslinie einzeichnen, was ja auch eine wichtige heuristische Strategie ist. Und damit haben wir jetzt hier zwei Teildreiecke. Und bei diesen zwei Teildreiecken wäre es so, wenn diese zwei Teildreiecke kongruent wären, dann hätten wir auf jeden Fall gegeben, dass die gegenüberliegenden Seiten gleich lang sind, weil das sind ja jeweils entsprechende Seiten in den Dreiecken. Gut, jetzt müssen wir mit Winkeln an geschnittenen Parallelen arbeiten. Nehmen wir mal das erste Paar paralleler Geraden. Dann haben wir hier Z-Winkel bzw. Wechselwinkel. Die sind also kongruent. Jetzt haben wir also schon eine übereinstimmende Seite und zwei gleiche Winkel in den Dreiecken.
So, jetzt weiter mit dem nächsten Winkel. Den kriegen wir nicht direkt. Jetzt wäre es ja für Winkel, Seite, Winkel ganz nett, wenn wir den anderen Winkel hier auch noch als Kongruent aufzeigen könnten. Das ist aber nicht so leicht. Wir nehmen lieber das andere Paar der Geraden mal her und sehen, dass diese beiden Winkel Stufenwinkel sind, also auch kongruent. Gut, jetzt müssen wir den Winkel, der hier unten liegt, noch hier oben rüberbringen. Und dazu gucken wir wieder auf die anderen Parallelen und sehen jetzt, dass das hier wieder Wechselwinkel sind. Die sind also auch gleich. So, jetzt haben wir aber auch noch die Winkelsumme im Dreieck und damit sind die roten Winkel auch gleich. Jetzt haben wir also hier Winkel, Seite, Winkel, Winkel, Seite, Winkel sind gleich. Damit sind die Dreiecke kongruent. Das heißt, diese Strecke ist so lang wie diese Strecke und diese Strecke ist so lang wie diese Strecke. So, jetzt wollen wir uns mal den spezielleren Fall angucken. Was ändert sich eigentlich, wenn beide Streifen gleich breit sind? Erstmal gilt unsere ganze Argumentation natürlich wie vorher. Wir wissen also, dass diese Seite so lang ist wie diese und dass diese Seite so lang ist wie diese. Was wir aber noch nicht wissen, ist, dass diese Seite auch genauso lang ist wie diese. Jetzt müssen wir mal nachdenken. Was ist jetzt wirklich neu? Neu ist, dass jetzt dieser Streifen so breit wie dieser ist. Wir müssen also irgendwas mit den Abständen anfangen. Zeichnen wir uns mal die Normalabstände an geeigneter Stelle ein. So, jetzt habe ich hier die Normalabstände eingezeichnet und eventuell sehen Sie jetzt schon zwei neue Dreiecke, bei denen wir wieder eine Kongruenzargumentation aufziehen können. Ich zeichne die mal ein. Das sind diese violetten Dreiecke. Wären diese violetten Dreiecke beide kongruent, dann wären ja hier unten die Winkel auch wieder jeweils gleich. Und damit hätten wir dann in diesem Inneren, in diesem Parallelogramm, hätten wir dann natürlich zwei gleichschenklige Dreiecke, wo jeweils dieser Winkel und dieser Winkel gleich groß sind. Und damit wären auch die beiden Seiten gleich lang. Gut, dann schauen wir uns mal an, ob wir das bewiesen kriegen. Wir haben jetzt hier schon wieder die gemeinsame Strecke blau und wir haben diesen gegenüberliegenden Winkel gemeinsam. Und was wir natürlich auch haben, ist, dass diese beiden Strecken gleich lang sind, weil wir hatten ja gesagt, die Streifen sind gleich breit. So, jetzt haben wir hier also Seite, Seite, Winkel. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen bei Seite, Seite, Winkel, dass man den Winkel hat, der der längsten Seite gegenüber liegt. Das ist hier aber kein Problem, weil das ein 90-Grad-Winkel ist und der 90-Grad-Winkel liegt sowieso immer der längsten Seite gegenüber. Also die beiden Dreiecke sind kongruent nach Seite, Seite, Winkel. Und damit sind dann schließlich diese beiden Winkel gleich groß. Und jetzt haben wir damit gezeigt, dass diese inneren Dreiecke hier gleichschenklige Dreiecke sind, weil die übereinstimmende Basiswinkel haben. Und damit ist auch diese Seite so lang wie diese. Insgesamt alle Seiten gleich lang. Und damit liegt dann tatsächlich eine Raute vor. Und damit sind wir dann fertig. Jetzt sagen Sie vielleicht, ach Herr Frohns, bei Ihnen sieht das immer so einfach aus, aber das kriege ja weder ich hin. Und erst recht kriegen das meine Schülerinnen und Schüler nicht hin. Dann sage ich nur, schauen Sie mal bei Clemens Heuberger bei der Mathematik-Olympiade vorbei. Da werden Sie sich wundern, was die Kids alles hinbekommen. Und außerdem, auch Zwerge haben mal klein angefangen. Ja, okay, Albernheit vorbei, also jetzt im Ernst. Weigand führt hier zum Beispiel ein Berechnungsproblem an, bei dem die Lösung nicht einfach durch Einsetzung in die Formel erfolgt. Ähnliche Beispiele, also so leichtere Problemlöseaufgaben, findet man durchaus auch in den Schulbüchern, wie Sie hier sehen können. Ich sage da auch gar nicht mehr viel zu. Schauen Sie sich das mal auf den Folien dann noch etwas an. Und in der Hausübung sollen Sie sich dann auch noch mit einem etwas schwierigeren oder jedenfalls offeneren Problem beschäftigen. Wir sind hier erstmal am Ende. Es folgt für Sie wieder der Abschlusstest und der Abspann. Für mich folgt jetzt gleich der Abbau der Technik und das Abendessen. Also viel Erfolg!